der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi! Hey, ich bin Blippi und schaut mal, was hinter mir ist. Wow, es ist ein Flugzeug. Heute bin ich bei Kenmore Air und ihr und ich werden was über Flugzeuge lernen. Aber wartet mal, kommt her. Das ist kein normales Flugzeug. Genau, es ist ein Wasserflugzeug. Und Wasserflugzeuge können auf dem Wasser landen und starten. Wow! Schaut mal! Das Wasserflugzeug ist gerade gelandet. Jetzt wird es diese Rampe hochgezogen zu diesem Gabelstapler, damit es zur Wartung abgeschleppt werden kann. Was für ein schönes Flugzeug! Wir lernen die Außenteile des Wasserflugzeugs. Na los! Wow! Hey, da oben, da ist das Cockpit. Im Hauptteil, das ist der Flugzeugrumpf. Und hier hinten, das ist das Leitwerk. Guckt mal, kommt hierher. Kommt nach vorne. Wow, also das ist ein großes Triebwerk. Wow, sieht aus, als hätte es 9 Zylinder. Wow, und seht ihr das? Das ist der Propeller. Der dreht sich im Kreis ganz schnell. Wow, wow. Und da unten? Das ist der Auspuff. Wow, guckt mal. Wasserflugzeuge sind einzigartig, weil sie die hier haben. Das sind die Schwimmkörper. Einer auf jeder Seite. Das lässt das Wasserflugzeug auf dem Wasser landen. Perfekt. Und die Schwimmkörper haben sogar Stauräume. Guckt mal! Wow! Man kann alles Mögliche da reinpacken. Zum Beispiel Fische, Gepäck sowie Reisegepäck. Oder wenn es richtig kalt ist, so wie in Alaska, kann man sogar Kühlmittel, Antifrostmittel da reintun, damit das Wasser nicht einfriert. Wow! Es gibt Stufen. Oh, hey, seht ihr diese Dinger? Schaut mal. Die hier? Genau, Kabel. Diese Kabel sind angeschlossen. Sie verlaufen überall und gehen dann ins Cockpit. Und wenn der Pilot die Fußpedale drückt, bewegt es das, dieses Ruder. Eins auf dieser Seite und eins auf der anderen Seite, da drüben. Es bewegt sich nach links und rechts, sodass man das Flugzeug steuern kann, wenn es im Wasser ist. Wow! Hey, guckt mal hier! Es sieht so aus, als wäre hier ein Paddel angebracht. Nehmen wir es mal raus. Wow! Wow! Seht ihr dieses Paddel? Es wird dafür verwendet, wenn man das Flugzeug abschaltet, kann man paddeln, um schön nach an die Küste ranzukommen oder wohin man will. Wow! Seht ihr?
Wasserflugzeuge sind super. Okay, schaut mal, was über mir ist. Genau wie bei einem normalen Flugzeug hat es einen großen Flügel. Wow, ein auf jeder Seite. Und hier hinten hat es einen horizontalen Stabilisator und einen vertikalen Stabilisator. Wow! Hui! Und ihr dürft die Farben nicht vergessen. Schaut mal, wie schön dieses Flugzeug ist. Wisst ihr, welche Farben das sind? Genau, es sieht aus wie Rot, Weiß und Blau. Schaut mal das Wasserflugzeug an. Es hat große Schwimmkörper und starke Propeller. Wow, guckt! Eine riesige Flugzeughalle. Schauen wir sie uns mal genauer an. Diese Flugzeughalle ist die Wartungshalle. Hier werden alle Wasserflugzeuge gewartet. Wow, so groß. Oh, und der Boden ist so glatt und glänzend. Ich weiß, wofür der gut ist. Tanzen. Wow, oh, schaut mal. Ein Wasserflugzeug. Und das Wasserflugzeugtriebwerk liegt frei. Schaut mal. Wow. Genau, das sieht aus wie ein richtig starkes Triebwerk. Und schaut mal. Schwimmkörper. Oh, bestimmt kann dieses Wasserflugzeug richtig schnell fliegen und kann auf schön glattem Wasser landen. Wow, schaut mal, es gibt so viele tolle Sachen in dieser Flugzeughalle. Oh, zum Beispiel Flugzeugteile. Es gibt so viele. Ich frag mich, was all diese Teile sind. Oh, hey, wir wissen, was die hier sind. Das sind die Ruder. Wupp, 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 wupp. Wow, noch ein Wasserflugzeug. Aber dieses Wasserflugzeug, guckt es euch an. Seht ihr, was falsch ist? Ja, wartet mal eine Sekunde. Da ist kein Triebwerk. Ich wette, dieses Wasserflugzeug fliegt nicht weit, fliegt nicht schnell und landet nicht auf dem Wasser. Haha. Oh. Oh, hey. Jop, jede Werkstatt muss ein Fahrrad haben. Wow. Whee. Wow. Wow. Whee. Das ist ein schönes Fahrrad. Ich weiß nicht, wem es gehört, aber es ist toll. Apropos toll, schaut mal dieses Wasserflugzeug an. Dieses Flugzeug hat ein Triebwerk und Schwimmkörper und eine Cockpit-Tür. Wow, es sieht bereit zum Fliegen aus. Wow, haha, wow, 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 schaut mal hier. Eine große rote Werkzeugkiste. Schaut, das ist so viel Werkzeug. Oh je. Das ist so viel. Und schaut mal da drüben. Zwei Schwimmkörper. Und die heißen Nieten. Es gibt so viele. Das sind bestimmt Hunderte. Halt, nein. Ich wette, es sind Tausende. Komisch. Wow. Schaut mal. Ein Haufen Schrauben. Wow. Es gibt so viele Arten von Schrauben. Und die sind so schön sortiert. Es ist echt praktisch, wie gut sie sortiert sind. Wow. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Wow. Mehr Teile
für die Wasserflugzeuge. Ich weiß nicht, ob das die Klappen oder die Querruder oder die horizontalen Stabilisatoren sind. Ich habe keine Ahnung. Aber sie sind echt super. Schaut mal. Noch ein Wasserflugzeug. Aber hey, die sind alle in unterschiedlichen Stadien. Und dieses hier hat einen Motor. Wow, der ist so groß und so stark. Schaut mal rein. Aber da ist kein Propeller. Aber schaut die Außenseite an. Kein Flügel und keine Farbe. Aber alles ist abgeschmirgelt. Ich wette, sie machen es neu, so wie es ihnen gefällt. Ich hoffe, sie wählen zwei Farben. Meine zwei Lieblingsfarben. Könnt ihr meine zwei Lieblingsfarben raten? Haha, yep. Blau und Orange. Gut gemacht. Kommt, wir erkunden weiter. Oh. Hallo. Da ist ein Handwerker. Mehr Schwimmkörper. Wow. Und noch ein Triebwerk. Wow. So interessant. Wow. Oh, schaut mal hier. Es sieht so cool aus. Diese Werkstatt hat echt Spaß gemacht. Ja! Was Simon tut, ist das Flugzeug zu tanken. Dieses Flugzeug verwendet Düsenkraftstoff. Genau wie in einem Auto muss man Kraftstoff in den Motor tun. Kommt, jetzt fliegen wir mit dem Wasserflugzeug. Wir fangen auf dem Wasser an und fliegen hoch in die Luft. Kommt, wir steigen hinten in den Flieger. Okay, seid vorsichtig. Wow. Es ist so geräumig hier drin. So viele Sitzplätze. Ich gehe ins Cockpit. Los geht's. Oh, hey. Wie heißt du? Jeff. Und das ist unser Pilot. Schön, Hi, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Das wird so viel Spaß machen. Schaut mal, es ist die Seattle Space Needle. Wow, wir haben es geschafft. Wir waren in der Luft und jetzt sind wir wieder unten auf dem Wasser. Das hat so viel Spaß gemacht. Hey, warum lernen wir nicht noch ein bisschen mehr über Wasserflugzeuge? Wow! Hey,
was macht ihr so weit draußen? Kommt mit! Kommt, wir lernen die Innenteile eines Wasserflugzeugs! Wow! Okay, zuerst muss man die Tür öffnen, um reinzugehen. Los geht's! Na los! Wow! Es ist so geräumig hier drin. Es gibt so viel Platz. Man könnte glatt hier tanzen. Wow, schaut euch mal das hier hinten an. Wow, das ist der Stauraum. Schaut mal. Wow, hallo. Hallo. Ha, man kann viel Gepäck hier hinpacken. Wow, und es gibt außerdem einen Feuerlöscher. Es gibt Reiseübelkeitzeug. Das brauchen wir heute nicht. Ein Sanitätskasten? So viele tolle Dinge. Wow. Schauen wir uns den Vorderteil an. Wow. Es gibt so viele Sitzplätze. Sieht aus, als könnte ich in dem hier sitzen. Hey. Oder in dem hier? Haha, hey! Oder dem? Hallo da hinten, hallo! Oder ich kann in dem sitzen. Wow! Wow! Oder ich könnte in dem sitzen. Kommt mit! Wow! Dieser Sitz ist für den Pilot. Schaut mal das Lenkrad. Wow! So lenkt und fliegt man das Wasserflugzeug. Es gibt so viele Messgeräte und Instrumente. Wow! Es gibt so viele davon. Aber hier ist gleich eins. Da weiß ich, was man damit macht. Hallo? Hallo? Hast du verstanden? Hier ist Pilot Blippi. Wir wollen vom Wasser starten und hoch in die Luft. Verstanden? Steigkurve 25. Um 30 Grad links drehen. Ja, alles klar. Vielen Dank. Okay, wir haben Erlaubnis zu fliegen. Wuhu! Es schwimmt auf dem Wasser und fliegt in der Luft. Wasserflugzeug. Raus aus dem Meer, in die Wolken ganz hoch, Wasserflugzeug. Es ist ein Flugzeug mit Propellern und Flügeln. Und einem Schwimmkörper unten, damit es nicht sinken kann. Wasserflugzeug so elegant. Landet auf Wasser und an Land. Es fliegt an Orte für andere zu schwer. Zum Beispiel kleine Inseln weit draußen im Meer. Wasserflugzeug so elegant. So elegant. Landet auf Wasser und an Land. Flieg mit nem Wasserflugzeug in den Urlaub und flieg zu unglaublichen Zielen. Es schwimmt auf dem Wasser und fliegt in der Luft, Wasserflugzeug. Raus aus dem Meer, in die Wolken ganz hoch, Wasserflugzeug. Wasserflugzeug so elegant. So elegant landet auf Wasser und an Land. Wasserflugzeug, Wasserflugzeug. Wasserflugzeug, Wasserflugzeug. Thank you.
Wow, schaut mal, eine Ente. Enten sind wie die Wasserflugzeuge des Vogelreichs. Sie können in der Luft fliegen und auf dem Wasser landen. Hallo. Wir sind wieder bei der Werkstatt. Es gibt so viele tolle Dinge hier. Oh, schaut mal hier. Wow, wie heißt du? Hey, ich bin Maddie. Das ist Maddie. Was machst du? Ich bin eine Wasserflugzeugmechanikerin. Oh, eine Wasserflugzeugmechanikerin. Und sie hat gerade die Zündkerzen ausgewechselt. Und was hast du gefunden? Das Triebwerk war kaputt. Oh nein. Hallo. Wow. Woo. Wasserflugzeuge sind super, weil sie auf dem Wasser landen und starten können und hoch in die Luft fliegen. Haha. Vielen Dank an Kenmore Air, die dieses Video möglich gemacht haben. Okay, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Schreibt ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Bis bald. Tschüss. Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi.